Hallo und herzlich willkommen live zurück hier vom Konzert der Incredible Llamas. Boah. Und zurück bei okay. Ich bin immer noch ein bisschen ist ein bisschen laut, oder? Ich hab's hier direkt auf den Ohren ziemlich laut drauf. Okay, wir müssen jetzt irgendwie probieren hier. Da bist du ja endlich. Ich wollte uns schon mit einem genialen Stunt à la She Majors befreien. Aber ohne dich klappt das halt nie. Wurde aber auch Zeit. Wo warst du denn die ganze Zeit? Hallo, Busch. Wenn du uns jetzt auffallen könntest, Bandy. Was? Bist nicht du, Bandy. Das würdest du normalerweise nicht machen. Wer bist du und was hast du mit Bandy gemacht? Nein. Ich bin's wirklich. Wer weiß es? Also, ich bin schlecht im Auto. Ich will meine Raufaser kaputt. Spaß ist schön. Cheap Majors? Nein, ich bin doch nicht Cheap Majors. Ich bin Dr. Bartleby Busch. Sag ich ja. Nein, du hast gesagt. Hallo? Ah ja, was ich sagen wollte, Cheap Majors, ich glaube, das ist wirklich Bandy. Hast du die Kulisse? Bandy! Ja, immer. Befreist du uns? Na gut. Du könntest die Lava durch eine thermodynamische Reaktion unter Zuhilfenahme von kaltem Material, das eventuell einen flüssigen Aggregatzustand hat, verpacken. Und da nochmal der Anfang des Satzes. Okay, also wir sollen die Lava erkalten. Können wir auch uns jetzt. Ja, was weiß man schon in dieser Welt? Ich weiß, dass ich nicht weiß, hat ein kluger Mann gesagt. Kratisch. Ja, ich glaube auch, dass so ein Krater voller Lava nicht einfach zu berechnen ist. Bitte? Aber könntest die Lava durch eine Thermodynamik. Da doch. Okay, wir brauchen irgendwas Kaltes. Ein Scheinwerfer. Grelles Licht zu greller Musik. Okay, wen haben wir noch alles? Wir haben hier eine Obsidian-Tafel. Obsidian-Platte. Falls du, lieber Spieler, genauso wenig weißt, was Obsidian ist, schau doch einfach im Internet nach. Okay, hier haben wir einen Kampflama, mit dem können wir wohl irgendwas machen. Okay, weiß nicht. Okay, hier haben wir noch einen Pulovianer, mit dem können wir auch interagieren. Nur mit dem Lama Fritzen nicht. Okay, was haben wir hier hinten? Hier haben wir das Predigerbuch und wir haben Schrauben. Genau, die können wir immer brauchen. Da ist nochmal so ein Kampflama, aber das wird wahrscheinlich eh wieder das gleiche sein. Dann schauen wir mal das Predigerbuch an. Unnützes arkanes Wissen. Danke, dass ihr dieses Lötet gekauft, geliehen oder zufällig in einer künstlichen Lötkanäle gefunden habt. Na, dann wollen wir. Okay, Kapitel 1. Kapitel 1. Nach Postleitzahlen geordnete Voodoo-Zeichen für Regen. Oh, das ist doch gut. Mal schauen. Raute, Regen, Stern. Raute, Regen, Stern. Raute, Regen, Stamm, damit können wir doch was anfangen. Kapitel 2. Geheimnisse. Und wie man sie geheim hält. Geheimnisse hält man geheim, indem man sie geheim hält. Du Depp. Kapitel 3. Richtig predigen. Suchen Sie sich eine hohle Götzenstatue, von der aus Sie zu den Leuten sprechen. Das schafft Eindruck. Wirkt gut auf die Akustik und verschafft der Predigt richtigen Nachdruck. Mehr dazu finden Sie in dem Buch Aus Götzenstatuen sprechen, die andere Art des Bauchredens. Leider vergriffen.
aber sie werden es auch tun müssen. Sehr interessant. Okay, also wir sollen wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe, von der... Ah, guck mal, hier hat es eine Geheimklappe. Können wir mit der hinter das Lama vielleicht gehen? Eine schlecht kaschierte Geheimklappe. Okay, mit der können wir wohl noch nichts machen. Oder haben wir hier Schrauben irgendwie? Das hast du nicht gerade gesehen. Doch, habe ich. Gesundheit. Können wir... Hallo? Ja, Entschuldigung, ich bin ja gerade noch ein bisschen am Probieren. Moment, ich spinne gerade mein OBS hier gerade ein bisschen. Nicht wundern. Okay. Okay, hier haben wir die Lama-Statue. Wir sollen irgendwie dahinter gehen. Eine Lama-Statue. Haben wir sonst noch irgendwas? Fleischstücke. Ponchos werden auch nicht gehen. Eine leere Dose. Das hast du nicht gerade. Hallo? Ja, Entschuldigung. Den Stock irgendwie? Ah. Später vielleicht. Okay, das will er noch nicht haben. Wir brauchen vielleicht noch irgendwas. Noch ein bisschen um. Ach, hier hinten sind die Glyphen. Raute, Regen, Stern, Stern war's, oder? Komme ich an die schon noch hin? Hier haben wir doch eine Raute. Nur welches Symbol soll Regen sein? Hier ist nicht richtig. Zeichen an der Wand? Ich müsste näher ran. Dann geh doch ran. Stehst doch direkt ran. Ich sehe es. Zeichen an der Wand? Ich müsste näher ran. Na okay. Ach. Okay, haben wir noch hier irgendwas, was wir tun können? Hier haben wir, oh, wir haben hier noch eine Voodoo-Maske. Die stecke ich mal. Die können wir natürlich gleich nehmen. Können wir die auch umsetzen? Da schwitzt man fürchterlich drunter. Igitt. Aber das sieht immer besser aus. Okay. Also schauen wir nochmal. Raute, Regen. Danke, dass Sie mich haben. Ja. Kapitel 1. Raute, Regen, Stern. Kleiner als 3,20 €. Okay, Raute, Regen. Raute, Regen, Stern, Stern. Mit der Platte, also müssen wir die jetzt hier drücken irgendwie oder können wir... Das funktioniert. Irgendwas muss mit der Tafel sein, können wir da... Dann male ich hier mal die Polovien gebräuchlichen Zeichen für Regenmacht. Ah, okay. Die Obsidianplatte mit okkulten Zeichen. Okay, Raute, Regen, Stern, Stern. Ich sehe hier wieder Raute, Regen, Stern, Stern. Okay, egal. Gut, was können wir jetzt noch? Was brauchen wir denn jetzt noch? Irgendwas? Das hast du nicht gedacht. Ja, ich bin am... Hallo? Das funktioniert. Was müssen wir denn machen? Wenn du uns jetzt befreien könntest, Bandy. Ja, was weißt du? Sokrates? Ja, ich glaube. Aber du könntest die Lava durch eine Thermodynamik... Wie war doch mal der Angriff?
Okay, Klingt fast wie eine Voodoo-Rassel. Ach, wir brauchen eine Voodoo-Rassel, okay. Okay, und jetzt müssen wir hier irgendwie... Dann schauen wir mal. Es funktioniert. Das ist super mega Schillischa. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. Okay, was ist denn jetzt... Bernd! Dir noch die Aufmerksamkeit auf uns. Bandy! Hallo, Bernd! Bandy! Ja, ja, ich hab euch auch... Egal. Aber jetzt müssen wir noch diesen irren Lama-Fritz aufhalten. Vielleicht sollte ich eine persönliche Rede halten. Warum bin ich gerade diese Emotion haben? Okay, also wir sollen von der Statue aus predigen. Eine Lama-Statue. Und vorher hat er uns ja schon gesagt, dass der Holzstock irgendwie mit der Geheimklappe zum Benutzen ist. Später vielleicht. Okay, doch noch nicht. Aber vielleicht können wir jetzt hier... Ah, guck mal, wir können die... Da sind Zeichen an der Wand. Ganz hübsch, aber wahrscheinlich irgendwelche Schalter für eine Geheimtür. Ah, okay. Dann... Nein. Nein, sicher nicht. Nein, so nicht. Ich hab's geahnt. Ah, okay, Wasser. Okay, und jetzt ist hier die Geheimklappe und da fällt anscheinend dieser Stock. Ah, jetzt kapiert man. Es funktioniert. So, jetzt können wir in die Statue reingehen. Höret! Ruhe! Es ist zu laut und tut weh. Eine Lama-Statue. Ja, ich würde jetzt gerne meine... Eine Lama-Statue. Eine Lama-Statue. Ich habe keine Sachen mehr. Eine Lama-Statue. Ja, was muss ich denn jetzt tun? Okay, ich komme allerdings auch nicht raus irgendwie. Das Weltherrschen nicht so tüfte ist, ob sich... Okay, komme ich hier auch irgendwie wieder raus oder was muss ich machen? Wahrscheinlich ist es... Ich bin gespannt, was wir in Erfahrung bringen. Ach, hier gibt's einen extra Regel für die Band. Ich könnte einen Alien-Kontaktapparat auf Doppelimpuls... Dann nehmen wir den mal runter. Höret, Ruhe, viel habe ich, das liebevolle Lama... vernommen von dem, was passiert ist. Und es macht mich... Es macht mich... Spaß. Nee, Freundschaft. Es macht mich ärgerlich. Wütend. Denn ich will für mein Volk keine Welt ohne... Liebe? Nicht das auch noch. Nochmal. Höret. Ruhe. Oh, Scheiße. Viel habe ich. Das liebevolle Lama vernommen von dem, was passiert ist. Und es macht mich...
Verärgert? Wütend. Denn ich will für mein Volk keine Welt ohne, Was ist das hier? Bewunderung? Spaß? Freundschaft, Spaß? Freude, weil überall Kampflamas rumstehen. Nein, ich habe einen anderen, I have a dream. Traum. Traum, dass wir unsere Gegensätze überwinden. Dass wir die unterschiedlichen Eigenschaften und Traditionen des anderen, lieben, auch aus falsche, bewundern. Bewundern, denn nur, wenn wir unseren, Olga? Streit begraben und uns die, Und uns die, Freundschaft. Ja, was? Oh nein, nicht nochmal. Höret. Ruhe. Viel habe ich. Das liebevolle Lama vernommen. Wütend. Denn ich will für mein Volk keine Welt ohne, Spaß. Freude. Weil überall. Was war's nächste? Traum? Traum. Dass wir unsere Gegensätze überwinden. Dass wir die bewundern. Denn nur, wenn wir unseren, Hass? Streit begraben und uns die, Dann nehmen. Hände reichen, werden wir in dieser Welt, Spaß? Spaß haben. Auch wenn meine Arme zu kurz sind. Wir können doch als, Freunde? Freunde? Mehr erreichen als allein. Naja, das kommt immer auf die Freunde an. Die Lamas und Yaks müssen, sich vertragen. Tragen? Damit Freunde? Wir zu einer Welt werden, die, Spaß? Liebenswert ist und ruhig. Ach so. Wenn ihr das nicht macht, gibt's, Olga. Ärger. Los, geht's. Wir hatten ja keine Ahnung. Das Lama hat recht. Peace, Love. Yak-Joghurt. Das Lama hat gesprochen. Wir waren auf dem falschen Weg. Wir müssen den Yaks die Hände reichen. Bandy, du hast es geschafft. Ich weiß nicht mal wie. Guter Plan, sie mit Worten zum Frieden zu bewegen. Schade, ich hätte für Plan B sonst einen kleinen Zerstrahler aus den hier herumliegenden Teilen prügeln können. Naja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Busch, hör auf. Auf eine gute Zusammenarbeit. Yak-Lama-Produkte für alle. Und so trat das Yak-Lama-Joint-Venture den Siegeszug über den Globus an. Mittlerweile sind sie die weltweit führende Marke in Kleidung, Nahrung und Hygieneartikeln. Und Yak-Lama kann noch so viel mehr. Chili scharf, dass die jetzt Freunde sind. Dank uns, den Unmöglichen. Ehre, wem Ehre gebührt. Die Welt ist um ein paar Feinde ärmer und dafür um einen Großkonzern reicher. Respekt, sag ich mal. Die Produkte sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Oh Prost. Mein Gott. Genau. Na, Berndi? Schmeckt deine Yak-Lama-Joghurt-Mehlsuppe? Ja, nach Huf und Haaren. Ja, meine Yak-Lama-Cola auch. Meine auch, mit einer leicht öligen Torfnote. Blöch. Naja, das ist der Preis, den man für den Weltfrieden zahlen muss. Genau. Außerdem ist es langweilig, hier rumzusitzen. Denkt ihr, was ich denke? Dass Yak-Lama-Wollmischgewebe doppelt so viel kratzt und nach alter Salami riecht? Nein, dass in einer Yak-Lama-Welt die Unmöglichen immer noch gebraucht werden. Oh nein. Die Unmöglichen ziehen wieder los. Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück. Mist. Ja, das war Bandas Brot und die Unmöglichen. Ich muss mal den Ton ein bisschen runtersetzen, Moment. So, damit ich auch ein bisschen reden kann. Ja, also es war ein sehr, sehr witziges Spiel, muss ich zugeben. Es ist jetzt natürlich nicht ganz die Altersklasse,
wo man so als typischer Action-Adventure irgendwie so spielt. Aber ja, es war sehr, sehr gut gemacht. Was mich ein bisschen gestört hat, also Geschichte war sehr gut, war nett gemacht, aber die Rätsel waren ein bisschen sehr, sehr leicht. Und wenn man an der Stelle war, gerade wo es so um Kombinieren ging, ist man doch, ja, war man irgendwann doch ein bisschen angenervt mit dem immer gleichen Satz hier, das geht doch nicht, Spieler, das hast du nicht wirklich gemacht. Vielleicht schauen sich die Entwickler für den zweiten Teil, ich würde mich freuen natürlich, wenn es einen zweiten Teil gibt, mal Book of Unwritten Tales an. Die haben das sehr, sehr nett gemacht, dass sie halt eben, gerade wenn die richtige Kombination getroffen ist, dass dann so ein kleiner Wink halt eben im Text war. Oder halt eben, dass man mit einem, ja, dass halt eben, wenn man zwei Sachen, die zwar kombiniert werden könnten, aber dann ja nicht zu kombinieren sind an der Stelle, dass man dann halt eben einen individuellen Fehlertext bekommt. Was ich auch witzig fand, war, dass man öfters mal jetzt oder zweimal in die Einstellung rein musste und diese auch noch mit ins Spiel integriert wurden. Also gerade wie bei der Vergangenheit mit dem Untertitel oder hier entsprechend mit ja, stell den Ton von der Band runter. Das ist natürlich ein sehr, sehr witziges Rätsel und darauf kommt man eigentlich im Normalfall eigentlich nicht. Ja. Schauen wir uns nochmal die Mitwirkenden an. Ist ja auch recht nett mit dem Ton. Ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Es war witzig, hier jetzt gerade halt eben die, ja, dieses Spiel mit zu durchzuspielen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es noch ein bisschen mehr sich anschauen würden. Ja, wir sehen uns dann morgen zu einem neuen Teil. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich jetzt als nächstes spielen wird. Aber ja, hoffentlich, ja, es wird sicherlich irgendwas rauskommen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Würde mich über Kommentare freuen, wie es euch gefallen hat. Beziehungsweise, ob ihr euch es auch holen werdet. Und ja, dann sehen wir uns morgen zu einem neuen Teil. Bis dann, ciao, ciao. Zu Alhambra, alles voller Lama.